Aufnahme ist auch gestartet. So, Raddel, dann erklär mal. Ich nehme jetzt einfach erstmal, also wir spielen, achso, hallo Welt. Hallo Raddel. Und hallo heute bei Gartic Phone. Hallo auch Franzi und hallo Basil. Hallo. Ja, wir spielen heute Gartic Phone. Ich selber habe es noch nicht gespielt. Der Saar hat es noch nicht gespielt. Amy hat es noch nicht gespielt. Franzi hat es noch nicht gespielt. Und Basil hat es auch noch nicht gespielt. Das heißt, wir sind hier komplett neu. Für alles, was wir hier verkacken, habt ihr einen Chat. Knallt das da rein. Ja, ansonsten werde ich hier jetzt gleich einmal eine Runde starten, die normal heißt. Die Grundlagen von allem, schreibe oder zeichne bis zur letzten Runde. Ja, was gibt's hier mehr zu sagen? Gartic Phone ist stille Post fürs Internet. Das Partyspiel des Jahres 2021, während Corona uns alle in die Knie zwingt. So wurde es zumindest im Internet immer wieder beschrieben. Jetzt ohne Scheiß, wurde das wirklich so beschrieben? Ja. Krass. Cool. Ich drück mal durch. Ich starte das alles mal. Ich kann nicht zeichnen. Also, später werden wir wahrscheinlich auch noch. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob das richtig geschrieben ist. Moin, egal. Kevin. Ich lasse einen kleinen Schritt. Oh, hab ich. Warte mal. Ich kann es noch bearbeiten. Zeit ist gleich um, ne? Egal. Buchstaben konnte ich nicht mehr eingeben. Die Frage ist, müssen wir jetzt in Spielchat gehen? Nein, müssen wir nicht. Wir spoilern uns dann. Das war so klar. Nein. Oh Gott. Ja. Ich weiß gar nicht, wie er aussieht. Große Scheiße. Ich weiß jetzt schon. Wir zeigen uns heute von unserer künstlerischen besten Seite. Und nehmen kann ich. Ich kann nicht. Mal ein Step zurück. Ja. Gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ach, hab ich schon gesagt, dass ich nicht zeichnen kann? Ja, frag mich mal. Ich find's jetzt schon geil. Alter, was ich hier fabriziere, ne? Unfassbar. Warte, ich muss mal Sprachchat nur aktivieren, sonst sehe ich schon, was du machst. Oh, shit. Vielen, vielen Dank, Kevin. Oh Gott, ey. Also ich entschuldige mich jetzt schon, ich habe keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Das ist so geil. Es gefällt mir jetzt schon mega, das Spiel. Ja, aber am besten, ich weiß jetzt nicht, was ihr so geschrieben habt. Außer, dass wir das halt Desert was machen kann. Die anderen können wir ja eh nicht beschreiben. Wäre jetzt ein bisschen fies für Amy zum Beispiel. Was sind diese Controller? Welche Controller meinst du? Und meinst du unser Logo? Was da oben links in der Ecke ist zum Beispiel? Und vielen, vielen Dank für dein Follow, ne? Ich habe mich gerade so konzentriert. Ich hab keine Ahnung. Unten links. Ja, das ist Pinselstärke, glaube ich. Ach, okay, im Chat meinst du. Ja, das sind die Kanalpunkte. Was?
Das war, glaube ich, recht easy. Da ist einer von euch echt künstlerisch begabt. Da bin ich nicht. Hä? Wer denkt sich sowas aus, ey? Heilige Scheiße, ey. Nee, kann ich hier auch komplett löschen irgendwie? Ich bin mir ziemlich du sicher, hast, du meintest. Rechte Seite Pfeile. Ein Step zurück. Oh nein, kein. Nein, oh mein Gott. Oh, oh Gott. So. Oh Mann. Ist ganz genau, dass du mich nicht gemeint haben kannst mit künstlerisch begabt. Oh Gott, das sieht so verkehrt aus, ne, was ich hier mache. Ich hoffe, man erkennt es, aber eigentlich müsste man erkennen, was es ist. Kacke. Das? Oh, jetzt bin ich erstmal fertig, jetzt kann ich mich noch künstlerisch bewerkstelligen. Ein Offend, der... Nein, falsche Farbe. So. Oh, Halle, ey. Ja, gut. Ich find's gut, aber man erkennt es nicht. Solange du es gut findest, ist doch in Ordnung. Vielen, vielen Dank, Kinderpinguin, für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Ich bin so an. Ich bin sensibel. Echt mal, und ich bin hier gerade dabei, künstlerisch Salvatore Dali Konkurrenz zu machen, ey. Aber was? Oh, what? Fuck. Was ist denn da passiert? Applaus. Ja, gut. Ich bin vor der Zeit fertig geworden. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Nein. Oh Mann. Was? Warum steht hier jetzt Start? Naja, du musst das jetzt starten und dann wird das jetzt nach der Reihenfolge angezeigt. Du genau, du zeigst das vor. Du. Ach du Kacke. Nein. Ja, ich finde, den Applaus habe ich verdient. Oh Gott. Oh, das war das. Oh. Oh, aber das ist mehr eine Explosion, finde ich. Die Walle der Werbung brennt die Erde. Ja, ein Produkt ist, glaube ich, von innen, ne? Ja, richtig. Vielen Dank für den Applaus hier. Bei mir so, ja. Okay. Das habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ach, was? Ja, ist aber. Kommt da hin. Also, es ist dabei geblieben. Gut. Guck mal, du kannst dann die GIFs runterladen, ne? Wenn du Thumbnail machen willst und so, ne? Ah, okay, sehr cool. Basil, du hast jetzt aber auch nur erkannt, dass ich das bin, aufgrund der Haare, oder? Ja, also ich habe geraten, das kann ja, also, ne, Amy kenne ich nicht, Thomas hat keine langen Haare. Ach so, okay. Ausdruckverfahren. Nee, ich hab auch fast keine Haare, also. Hey. Ja, okay, das habe ich verkackt. Jemand kauft bei B. Da war die Zeit vor. Glücklich. Kauf bei B. Der Satz erschreckt sich bei C und D. Oh, du warst so, das. Oh. Okay, da war ich verwirrt. Wie soll ich das umsetzen? Aber Warzone wurde erkannt. Ja, Warzone, aber wie auch immer.
Das ist, wie auch immer, Franzi, wie hast du da Warzone erkannt? Naja, weil Mensch und Pistole und, ne? Und ach, stimmt. Das und gibt's nur bei der, Warzone. Und der hochwertige Radar, ne? Genau. Spiel auf jeden Fall. Ich kann nicht. Aber dieses Klopf habe ich nicht verstanden, deswegen. Gegner klopft an und ich dachte mir, Alter, wie soll ich das denn umsetzen? Dass ich ja auch schreiben kann mit den Strichen, also mit dem ganz normalen Malen, habe ich überhaupt nicht verstanden. Da bin ich nicht drauf gekommen, deswegen sind da diese komischen Striche über der Hand an der Tür. Aber an welcher Hand? Na, der Typ, der vor der Tür steht, der ohne Pistole. Genau, er hat nur einen Arm, genau. Ja, ist in Ordnung, habe ich verstanden. So, soll ich gleich die nächste Runde starten? Ja, bitte. Ja. Ich muss mir erstmal was ausdenken. Ich wusste nicht, was ich schreiben sollte. Ja, ich auch nicht. Man könnte schon vorher überlegen. Also, es gibt hier jetzt, normal haben wir gerade gespielt. Dann gibt es keinen Druck, bleib ruhig, die Uhr tickt nur, wenn die Mehrheit auf Fertig drückt. Geheimnis, alle Aktionen sind ein Mysterium. Zeichnungen und Sätze sind versteckt. Wir können da selber rübergehen. Achso. Ja. Ja. Ja, kein Druck finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, dann nehmen wir jetzt keinen Druck, oder wie? Klingt gut. Ja. Ja, aber was heißt denn die Mehrheit? Also 3 von 4 jetzt quasi, ja? Oder ist schon bei 2 von 4? Wir werden es wohl erfahren. Ja, ich denke auch. Ja, wir sind halt nur zu viert, ne? Das ist. Ja, dann würde ich mal gerne nachher kommen. Ja, gegen halb irgendwann. Also eine Runde noch ganz normal, ganz entspannt und dann gucken wir mal. Genau. Spielen wir jetzt noch mit Druck oder normal? Kein Druck oder normal? Na komm, dann spielen wir mal keinen Druck, einfach um es ausprobiert zu haben. Ja, ja. Frage. Machen wir was Allgemeines. Oh ja, ich habe auch noch was Besseres. Weil so auf die Leute speziell drauf, das ist aber Quatsch. Guck mal, wenn die Gruppe größer ist, das lohnt sich dann mehr. Na okay. Dann machen wir. Kacke. Ich kann gerade nur an Essen denken. Oh, wer hat jetzt alles schon bereit gedrückt? 2 von 4. Siehst du oben links. Ah ja. Oh, scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ja, geil. Nein. Oh nein. Wer hat sich den Scheiß hier ausgedacht, ey? Mir fiel nichts Besseres ein, es tut mir leid. Ja, ich bin mit meiner Beschreibung davon noch nicht mal fertig geworden. Also wer das bekommt, sorry. Ah, okay, man kann hier auch Farben selbst zusammenmischen, wa?
Ja, wenn man unten links auf dieses Touchpad da drückt. Ja. Ja, gut. Was? Nein! Oh Mann, ey. Ich muss mir eindeutig vorher schon mal was überlegen. Wie blende ich denn hier jetzt? Ah, okay. Nee, doch nicht. Ist doch scheiße. Wie kann ich denn hier den Chat aus... nur den Chat machen? Muss auf... Nee, ist egal. Dann bist du jetzt nur im Chat. Auf das Zahnrad und da gibt's dann nur einen Chat. Was? Alter, easy peasy. Ja, hier kann einer richtig gut zeichnen, ey. Na gut, was heißt das? Ja, aber es ist... Also weiß ich. Oh, welche Drecksau. Ach du Kacke. Aber wir haben doch hier auch. Oh Gott. Darf man googeln? Nein. Beziehungsweise nachschauen, wie jemand aussieht. Ich zeichne. Darf man jetzt was schreiben? Ja, wenn es keinen direkten Hinweis ist. Also wenn es nicht hier... Okay, in der, dann nicht. Wenn es oben schon enthalten ist im Satz, meine ich, ne? Ja, okay. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Nee, es wäre zu offensichtlich. Dann lass ich's. Was für ein Schwachsinn. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß ich hier gerade habe. Oh Mann, bring mich nicht zum Lachen. Wenn ich lache, kann ich nicht zeichnen. Nein. Mehr bräuchte aber nicht zeichnen. Das sagst du. Oh, scheiße. So. Es tut mir leid, ne? Wenn ich jemanden nicht so detailgetreu zeichnen kann, es tut mir wirklich leid. Oh, Alter. Wir reden nicht drüber. Das ist so schlimm. Wie geil das wird, wenn wir noch mehr Leute sind, ey. Am liebsten würde ich das wirklich mal mit 30 Leuten spielen. Oh ja. Nee, 30 also, wäre zu viel. Hey, kriegen wir eh nicht hin, aber so 10 Leute. Kannst froh sein, wenn wir 10 zusammenkriegen. Ja. Die sich auch ordentlich benehmen und so weiter, ne? Das ja, ist richtig. Schwierig. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum man nicht mit Bauchschmerzen zeichnen kann. So, soll ich beginnen? Ich habe ein bisschen Angst, weil ich ja wusste, was ich gemacht habe. Du bist eh der Drücker. Ja, ja. Der Drücker.
Ja, er kann halt bestimmen, wie schnell was gezeigt wird. Oh, ich finde, ich habe das super gemacht. Oh. Ja. Rotbackautomat brennt. Sieht das aus wie eine Pizza? Oh, super. Oh, was? Alter. Was? Die rechte Wolke sieht aus, als ob sie darüber lacht. Das ist. Zeichne das so übelst drauf. Das ist krass. Naja, Im Vergleich zu unseren Künsten. Ob Jules nachher schummelt? Oh, lackiert sich die Nägel. Oh Gott, ich. So. Gut, da habe ich jetzt wieder gedacht, irgendjemand hat einen Namen benutzt, aber hey, ich liege erstmal richtig. Habe getroffen. So eine fiese Pranke. Ich kann keine Hände zeichnen. Deswegen habe ich es auch so klein gelassen. Und als er es auch gut in den richtigen Handball reingekramt, habe gedacht, im ersten Moment dachte ich, was zur Hölle wurde denn da gezeichnet? Was ist das? Muss es anders sein. Was hat sich der Künstler dabei gedacht? Ja, genau. So, jetzt. Eine große Packung Milch. Yeah. Okay, dann war ich da. Oh, ich hab mich da richtig. Ich habe extra noch 5 Liter draufgeschrieben, damit es wirklich eine große Packung ist. Warum steht da HE drauf? Na, was könnte das insgesamt für eine Sorte sein? Eine Hopfenkaltschale. Sehr gut, um die Ecke. Aber der Kenntnis. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt nämlich mein Bild, wo ich sonst im Park. Nein, Alter. Ich hasse Ich hab so Bock, mich einfach wieder mal raus in die Sonne zu legen. Ich hasse dich. Ich hasse dich deshalb. Ich dachte, das. Und das zu malen, ja, war wirklich schwierig, muss ich sagen. Von der Körper sieht auch aus, so. Und dann kommt da einfach nur Arme und Beine. Das nennt man dann ein Waschbrettbauch, wa? Ja. Oh, drücken wir weg, sonst gibt's noch einen Tuss. Oh. Wo so, sind das jetzt eigentlich für YouTube zensieren? Ich brauch mal. Nicht. Ist, glaube ich, besser. Man weiß nie. Ja, was mit dem Rest? Wann kommt der Rest? Ich habe keine Ahnung, ob die schon geschrieben haben. Rattelt sonst sich nackt auf einer Wiese. Alter, du hast einen Schaden deshalb. Und ich denke einfach nur so, ich habe mal wieder Bock raus, ne, etc.